Was? Was? Ich sehe was miteinander. Oder wir wieder was? Bierzeit. Ist wieder Bierzeit, Kollege. Jetzt noch höher. Jesus. Jo, wir haben uns wieder zusammengefunden. Haben uns hier eingefunden. Jo. Ja. Sollen wir da erklären über dies und das zum Plaudern? Ah ja. Wie ist das denn mehr? Genau. Ja. Ja. Also bei uns ist Samstag. Ihr hört das dann eine Woche später am Sonntag. Samstag, taube Dadereck. Bin wieder mal halb verreckt. Shit. ja. Genau. Sie. Sind immer am Vorausproduzieren, immer noch. Ja. Weil immer noch Corona-Einsatz von Niklas. Jawohl. Wir drum nie wissen, wenn es lieber vorbei ist. Bin gerade jetzt direkt gekommen, weil Wochenendschicht. Der hockt in voller Uniform an. Der ist mit dem Barett auf der Hütte reingekommen. Interessant. Ja, interessant. Aber hey, das tut man nicht alles, hä? Genau, das tut man nicht alles am Podcast aufnehmen, dass ihr was zum Anlosen hören. Ja. Aber boah, hast du schon mal Statistik gecheckt, wie viele Amerikaner jetzt wieder gelosert haben? Ich bin jetzt vor heute noch nicht gemacht, oder wie, oder was? Okay. Und tun wir wieder normal. Nein, ich kann das nicht. Ich bin schon lost, komplett lost. Ja, der ist wieder voll übermüdet. Ja, komplett, Mann. Oh, kaum geschlafen die Nacht. Boah, 650 haben wir schon. Holy shit. Das geht auf die Zahl. Oh, der ist gestiegen schon, oh, auch. Ui. Boah, wow, ey. Geil. Nice. So, jetzt gucken wir mal. Japan, der hat mich interessiert. Ja, ist gestiegen, 58, oder? Es sind weniger gewesen. 53 waren es beim letzten Podcast. Ja. Geil, die Irland losen immer 36. Noch. Ja, du weißt die Zahl nicht auswendig, wie viel das mal vorher kriegt. Frankreich 21, der Deutschland 19, immer noch weniger. Polen einer. Geil, wenn es nicht Polen. Schweden immer noch da. Angst, wir kommen nicht so. Japan 2. Okay. Neuseeland einer. Junge. Und Australien auch eine. Ja, das war's, aber Neuseeland. Neuseeland ist jetzt auch neu. Neuseeland, ja. Polen sind neu dazu. Was ist die Amerikaner immer noch los sind? Saugeil. Ja. Saugeil. Schon nice. Machen da einen deutschen Podcast. Nicht mal auf Deutsch, sondern auf Dialekt. Ja, das ist ja die Idee. Voll die Hirte. Können nicht mal gut andere Österreicher losen, weißt du? Das ist ja das Hirteste. Erst mal der Arme hinschauen. Ja, ja, mal. Interessante Geschichte. Ja, ja, mal. Fühle ich. Jesus. Nice. Nice. Oh, ist ein guter Monat gewesen, der September. Mal. Bester Monat haben wir 158 Klicks hier. Im September haben wir 145 hier. Geil. Not bad. Ja. Zuerst mal ein Gül aus dem Red Bull. Ja, wollte ich eigentlich nach dem Aufstehen. Yes, fuck. Aber ich bin gegangen. Ich habe vorher schon gesagt, wenn ich heute nochmal, wenn ich jetzt einen Pult trinke, kann ich glaube ab wie ein Gummiball, weil ich so viel Kaffee kriegen heute schon. Ich bin der Gummiball, da fängt es schon an. Das stimmt. So viel Red Bull gesoffen. Nein, es geht mehr Bier. Nein. Nicht bei gleich viel Red Bull, wie ich Bier gesoffen. Ich sehe, wie viele Dosen dahinter stand. Aber ich hoffe, du hast Bier nicht über die Tastatur abgeschüttet. Nein, das mal nicht. Ist gut gegangen. Das war letzte Woche, genau letzte Woche nach dem Podcast aufnehmen. Ja, Maria. Manuel hat die LAN-Party wieder gejoint in seinem Zimmer. Einfach das Bier fallen lassen. Genau. Zuerst mal Bier aufgemacht, wollte anstoßen, Bier über die Tastatur abgeschüttet. Jawohl. Ist mal die Tastatur gebadet, mal gleich durchgewischt. Dann hier ist jetzt zwei Tage lang alle Bot wieder unter den Wasserhahn gehabt. Sie funktioniert wie eine Ursele. Die hat gar nichts. Ja, solange es nicht stinkt. Ja, das ist das Problem. Darum hätte ich sie unter Wasser angehabt. Weil der Fehler ist, ich hätte sie eigentlich dort, wo sie voll mit Bier war, hätte sie waschen sollen. Mhm. Aber volle Wäsche. Also komplett durchschwemmen. Weil mehr wie nass, was sie eh schon war, kann nicht passieren. Und Nässe tut nichts, wenn jetzt nicht gerade irgendein Kondensator voll mit Strom ist. Ja. Das dann kurzer macht, dann tut es nichts.
Aber das hat die Tastatur nicht, weil die auch keinen Speicherchip hat und nichts. Was meine alte zum Beispiel gehört. Oder die Maus hat. Die Maus ist ja direkt wieder gegangen, die ist ja auch voll mit Bier gewesen. Die habe ich abgedrückt und gleich wieder angesteckt. Einfach voll auf Risiko gegangen. Ich habe mir gedacht, entweder geht sie oder halt nicht. Hat instant funktioniert, ich habe gleich weitergezockt mit der. Tastatur funktioniert auch, stinkt auch nicht. Sehr geil. Genau. Wow. Also der ist alles nice, ja. Also alles wieder gut gegangen. Ja. Gestern nichts drüber geschüttet. Nein, gar nichts. Also ist überhaupt was verschüttet worden? Vielleicht, aber nicht von mir. Ausnahmsweise. Ist mal ganz zufriedenstellend gewesen. Wir haben ein kleines Setup hier. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir die Tische, also der Tisch, haben wir so in der nur eine Fensteröffnung hingeschoben. Du wolltest schon, dass wir einen Podcast machen und dir es nicht sehr hat, wie du zeigst. Ja, wir haben immer das Gleiche. Fuck. Also, ich in eine Dachschräge, wo ich zwei Dachfenster nebeneinander hin, wo ein kleiner Balken dazwischen hat. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir der Untertisch bei dem unteren Dachfenster in die Tule oder in die Einbuchtung in die Wand eigentlich so drunter gestellt haben, dass man halt dort einen Bildschirm reinstellen kann und das an der Dachschräge erstellt. Und gegenüber dann Tisch vom Luki, der ist ja gleich groß. Ja. Genau. Und davor haben wir so einen weißen Aufsteller hier von draussen, oder? Wo du die Tischplatte aufklappen kannst. Ja. Und dann haben wir den davor quer angestellt. Oder halt längs, so. Und genau. Das hat saugut funktioniert. Haben wir mehr Platz hier wie davor. Und vor allem hast du in der Dachschräge viel bequemer hocken können, weil du dort nicht zwei nebeneinander hockst, sondern nur einen, oder? Ja. Und der Kopf nicht so leicht ausschlagen kannst. Vor allem, weil letztes Mal ist ja der Christoph ist da gehockt. Ja, genau. Und jetzt sind wir alle da gehockt. Und haben aber nicht, vom Gefühl her nicht weniger Platz gehabt. Wie letztes Mal. Haben du gut gemacht. Ist nice gewesen. Sau bequem, Alter. Es hat so Spaß gemacht. Wir haben so lange Cards Against Humanity gespielt. Das ist, es gibt das Kartenspiel. Mal. Wir haben es halt online gespielt. Da gibt es immer zwei Kartenstapel. Gibt es die schwarze Karte und die weiße Karte. Die schwarze Karte sind immer ein Satz, wo irgendein Wort oder mehrere Wörter fehlen, wo du mit deiner Sache, was auf der weißen Karte stand, vervollständigen musst. Okay. Und die Karte, wo deinem Host, also der, wo vorliest, am besten gefällt, die kriegt einen Punkt. Mhm. Und bis, spielst halt bis eine gewisse Punktezahl und so weiter. Ja. Und das haben wir ewig gespielt. Da kannst halt alles, gibt es alles für Karte. Wenn man das Spiel basiert darauf, dass es auf schwarzer Humor ist und so weiter, oder? Ja, ja. Oder generell halt tiefer Humor. So Geschichte. Darum gibt es auch manchmal eine fiese Karte und so. Aber es macht so Bock. Wir haben das so lange gespielt. Ich glaube, wir haben halt ungelogen. Wir haben sicher vom 5. bis um 7. nur DS gespielt oder vom 4. bis um 7. nur DS. Wir haben das aber davor in der Nacht auch schon gespielt. Du hast dann wieder Games gewechselt. Aber das haben wir am Schluss so ewig gespielt. Ich glaube, wir haben sicher schon im 4. angefangen mit dem Game. Weil wir sind am Cards Against Humanity Spieler gewesen, wo mir alle denkt, ja, jetzt sind wir an der Zeit schon, wo wir letztes Mal aufgehört haben, zocken. Wir haben aber erst um 7. gehört. Beziehungsweise um 6:30, um 7. bin ich dann im Bett gewesen. Aber das hat mega Bock gemacht, natürlich COD wieder gezockt. Ohne Ende, ist auch geil gewesen. Ja, ist alles in allem sehr nice gewesen. Mir nicht beklagen. Mit der das Aufbau im Arsch ist und wieder das Abbau. Ja, das mal hier nie ist wohl bequem gewesen. Ich habe einfach Stromkabel abgesteckt, ich habe ja da alles eingeklemmt mit dem Brett. Ah ja, stimmt. Und dann haben wir den ganzen Tisch gelupft, umgestellt, Stromkabel angesteckt und ich war fertig. Ja, okay, der Bildschirm da weg und der PC dann da drauf. Ja. Aber ich habe kurz das Kabel abgesteckt. Also das ist echt ein Spaß. Für die anderen, für die geht es ja eher noch. Ich meine, wenn wir jetzt so wie wir jetzt spielen, dann haben halt die ohne zwei immer Konsole dabei, oder? Wegen COD. Mhm. Weil die jetzt beide auf Konsole haben. Die nehmen sie halt dann noch mit, aber im Endeffekt ist es halt auch nicht geht's eigentlich von der Menge her. Ja. Weil der Stefan nimmt immer ein Bildschirm von mir, weil der nur einen Fernseher hat. Ach so, okay. Der nimmt immer meinen Bildschirm dann, also meinen zweiten, weil ich brauche ja eh noch einen zum Zocken, das ist dann wurscht. Und der Christoph hat noch einen kleinen Bildschirm, das geht dann. Ja. Der nimmt seinen PC mit und die Playstation tut er in den Rucksack zu der Kabel, den Maus, Tastatur dazu und dann hat er eh halt. Also es geht sich gerne relativ gut. Eigentlich, wenn du nicht so ultra viel Zeug brauchst. Mhm. Ja, aber es ist halt schon immer klar, aber zum Auf- und Abbau. Aber es ist es der Wert, finde ich. Es ist halt ganz was anderes, wenn du zusammen in einem Raum hockst und sagst, so Zeug, das ist halt ganz ein anderer Flair, weiß auch nicht. Ja, mach Bock. Finde ich nice.
Ja. Manche können es vielleicht nachvollziehen, andere denken sich, was zur Hölle, was ist mit dem Junge? Jetzt hat man extra Internet zum Online-Zocken und die Hirsel hocken sich in einen Raum, ja? Genau, so läuft es. Ja, wenn du online zockst, kannst du nicht anstoßen und das Bier wird der Statur beschützt. Genau. Nur drum zocken wir zusammen. Nur drum. Ja. Zum deiner Frage vorbeugen, was ich die Woche gemacht habe. Nix. In der Sturm, weil meine Eltern im Urlaub sind. Also ich mit meinem Bruder in den Sturm. Bin knunziger Tag aus dem Haus gewesen. Ist eben mir ins Wetter gewesen. Gefühlt die halbe Zeit. Und ich nicht schaffen. Homeoffice. Ah, Homeoffice. Ach, ganz geil. Ich bin jetzt ab nächster Woche im Büro. Endlich mal. Wieder. Bin jetzt 2 Wochen im Homeoffice gewesen. Wieder ins Büro. Dann wieder Homeoffice, dann wieder Büro und so weiter. Klar abwechselnd. Ja. Jo, genau. Drum bin ich so gut wie nie losgesehen gefühlt. Oder halt nie was anderes da, außer ja. In meiner Bude hocken. Luke halt am Buckel gewesen, also bin ich Luke den ganzen Tag. Ja, ja, ist klar gewöhnungsbedürftig, aber. Ja. Ja, ja, man überlebt sich wieder was. Genau. Bei mir ist auch nichts Brutales passiert. Ich habe meinen Tagesablauf immer noch nicht in den Griff gekriegt. Ist immer noch gleich beschissen. So wie ein Schlafrhythmus. Ich bin die ganze Woche vorgenommen gegangen, spätestens um 22:30 ins Bett. Ich, kurzig Mal bin ich überhaupt vor 11 in Richtung vom Bett gegangen. Nicht kurzig Mal. Aber dann herrscht ja ein Rhythmus. Ja, mein Rhythmus ist gegangen um 12 ins Bett, ja. Also. Gefühlt. Also halt. Ich meine, du kommst durch. Ist nicht so, dass ich morgen verpenne, aber ein bisschen mehr Schlaf wäre schon nice eigentlich. So auf die lange Dauersache wird es dann irgendwann ein bisschen zäh. Ja. Minimal. Wer braucht schon Schlaf? Ja, ja. Wenn es Red Bull gibt. Ja, du sag nichts. Ich bin gestern um 3.30 Uhr aufgestanden. 3.30 Uhr? Ja. Einfach nur so oder hast du so früh rücken müssen? Wir haben das in der Kaserne schlafen müssen sogar. Echt? 3.30 Uhr war Tagwache und dann sind wir auf Hochfilzen, Truppenübungsplatz, ein paar Übungen machen. Aber ich habe gestern noch nie so viel geschlafen, also am gestrigen Tag noch nie so viel geschlafen, wie sonst irgendwann. Weil du fährst auf Hochfilzen 4 Stunden im Bus und mein Körper ist seit dem Herbieren darauf eingestellt, Reisebus, schlafen. Ich bin reingeguckt, zack, war ich weg. So geil eigentlich. Vom einen Fahrer habe ich wirklich 4 Stunden durchpennt in dem Stuhl. Sau fein. Zurückgefahren bin ich in Innsbruck mal aufgewacht und. Ah, stimmt gar nicht. Bei einem Fall bin ich auch mal aufgewacht, wenn wir Pause gemacht haben. Bin ich kurz mal raus. Ja, das ist okay. Aber wir schon. Eine Viertelstunde frische Luft, das war kalt. Wenn man denkt, bin ich wach, denkst du, in den Stuhl gehockt, geschlafen. Beim Zurückfahren bin ich in Innsbruck mal aufgewacht. Da habe ich einen Landjäger geausnet. Ah ja. Und dann nach dem Tunnel. Wie heißt der? Albergtunnel. Albergtunnel, genau. Haben wir nochmal 4 Stunden Pause gemacht, da bin ich auch wieder aufgewacht. Mhm. Aber dann auch wieder, zack, geschlafen. Ich weiß nicht. Sind wir dort den ganzen Tag, denkst du, in dem Fall? Ja. Wir sind am, wann waren wir denn? 8, glaube ich. 8:05 sind wir wieder gefahren. Mhm. Wie weit hinter Innsbruck ist das? Auf Filzen. Aha. Das ist fast bei Salzburg. Echt? Ja. Boah. Jesus Maria. Das ist schon ein Stückchen, ja. Oh, in dem Fall. Ja, und wirst du die Chicama schlecht fahren? Ja. Aktuell? Ja, aber auch mit einem Reisebus. Militärler ist sowieso ungeschickt. Ja, ich glaube, wir waren 22 Militärler in Uniform. Das, das, und das vor ist allem, nicht schön. Vor allem mit der kompletten Ausrüstung, 2 Waffen im Bus. Ach so, ja, ja, dennoch sowieso nicht. Würde jetzt dann nicht über das Ditsche fahren. Nein, dann nicht. Wenn du denkst, wenn ihr jetzt mehr oder weniger zivil... Nein. Nur ein Bus halt voll mit Militärler, wo halt, ja gut, die haben halt ihre Kluft da und dann halt schnell da mal übers Eck. Weiß nicht, ob man das machen darf oder nicht. Nein, das darfst du wahrscheinlich nicht. Nein, das ist, nein. Darfst du nirgends machen. Nein. Ja, mit der Buffen drüber, das ist ja logisch, dass das nicht kannst. Das wäre klariert. Stell dir mal vor. Ah, oh, Jungs, gell. Fahr doch mal mit neuen Bus voll Buffen da durch den Wald. Oh, Jesus Maria. Ja, zum 10. Um 9:30 glaube ich, waren wir wieder Kaserne am Abend.
dann gleich rumgedüst ins Bett. Kann ich verstehen. Und heute Morgen wieder auf und Schäfer, juhu. Geil. Ach, ein paar Leute anrufen, die sich mit Corona infiziert haben. Hey. Schön. Total schön. Mir hast du noch nicht angerufen. Das muss ich auch hoffentlich nie. Ja, wenn, was ist, dann will ich aber, dass du mich anrufst. Dann ist es lustiger. Statt irgendein Randy. Hey, Niklas! Weißt du, wie die anderen schauen würden? Er wählt meine Nummer schon. Und sie schüttelt schon den Kopf. Ohne Witz. Wenn ich Akte sie Manuel rein. Oh, den ruf ich an. Dann schieße ich mal zusammen. Dann ruft er, hey, du Hiesel! Ah ja. Schön. Ja, dann kommt so Infektionsteam von Heilberg am Start, ja. Am Stiesel. Kolleg. Musst du irgendeinen Reim überlegen. Oh. Das wäre was. Und das wäre noch was. Das wäre noch was, ja. Nein, ich hoffe, ich muss es nie. Ja, also, ja, ich hoffe es auch nicht so. Ich auch nicht, ja, gut. Wir jetzt wohl nicht so hocken und anfangen zu telefonieren. Mich selber anrufen. Ah ja. Genau. IT nach Hause telefonieren. Das kann ich nicht sagen, wenn ich meine Familie mal anrufen muss. Ja. IT nach Hause telefonieren. Alter Schöne. Ah, oh, ja. Viel ist im Moment einfach nicht los. Ist brutal. Brutal angängig. Tschö. Ja, ja. Ja, gut. Ja, man hat halt nichts zu erzählen. Ja, so. Aber sonst. Ja, aber generell ist okay. Wieder mal gleich was machen. Aber ja, ist halt Zähne wieder als zu ist. Ja, man soll Zeugen nicht. Ist vergessen, ist geschieht, dann bleibst du rum. Dann zocke ich lieber bis um 7 Uhr morgen mit meinen Boys. Nicht mehr Gaudi und Zug Monat. Ist schon belastend. Aber du kannst saufen. Nein. No. Die grundsätzlich schon. Die Rahmenbedingungen, warum es gerade nicht geht, lassen wir jetzt mal ausprobieren. Aber in der Theorie wird das funktionieren. In der Praxis sieht das Ganze wieder anders aus. Ja, schon ein bisschen. Ja, nein, aber. Wie nächte denn? Werden da schon irgendwann mal einen Tag hier, wo wir vielleicht mal reinjosen können? Ja, das heißt, wir haben einmal bis 23. Oktober Einsatz. Mit Potenzial zur Verlängerung. Ja, das verstehe ich, dass es kommt. Wenn man die Corona-Infizierte-Zahl anschaut, dann ist das Potenzial sehr groß. Das Potenzial ist schon in Stein gemeißelt. Eigentlich schon, ja. Also, ich rechne nicht damit, dass wir 23. letzte Arbeitstag haben. Das glaube ich nicht. Nein. Nein. Das gut, sicher nicht. Wahrscheinlich wird sich das nicht auskennen. Wird sich noch länger ziehen, die ganze Chance. Mhm. Ja. Mal mindestens so lange, bis mal Grippezeit vorbei ist. Ja, auf jeden Fall. Danach wird es vielleicht wieder kleine besser. Aber ich glaube nicht einmal, dass sich dann viel ändert. Weil dann fängt wieder an, jeder in Bäder zum Hocken oder an See zum Chillen, wo dann wieder die halbe Welt hockt und so Scheiß, wo ja. Jetzt halt nicht herrscht. Ja. Wenn in der Winterzeit ist eigentlich die beste Zeit zum Isolieren, weil du tust eh nichts anderes. Ja, und es sind 5 Uhr dunkel, da magst du eh nochmal ins Bett. Ich bin hart gespannt, wie sie mit den Skigebieten tun, gell? Ja, ich glaube, da wird nicht viel laufen. Nicht Mensch. Mehr als haben sie auch gemacht. Ja, ich bin voll gehofft. Ja, aber. Also. Ja, ich meine, Skigebiete wären schon offen hier. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, weil wir tun nicht einmal auf. Aber das rentiert sich nicht einmal, wenn die ganzen Deutschen nicht kommen. Ja, aber und ich glaube, ja, vielleicht Tagestourismus wird vielleicht sie, aber nicht, dass sie da wochenlang Skiurlaub buchen. Ja, genau, der Kartenpreis muss die nächsten 3 Jahre nochmal Skifahren gehen, weil dann zahlst du für eine Tageskarte für Mella da müsstest du fast schon 100. Ja. Maria, ich gang wechseln einfach um Skifahren, das rentiert sich ja nicht. Du hast so viel Geld drin, Mann. Darum bin ich im Bundesheer da in den Lawineneinsatz, da kann ich Skifahren. Da muss Skifahren. Nein, ich bin schon so ewig nochmal vor Ski gestanden. Lawineneinsatz wird eine Katastrophe. Da wird man wahrscheinlich mich suchen gehen müssen. Alter Schwede. Siehst du irgendwo so am Gipfel oben einen Ski aus dem Schnee rausstecken. Ah ja, Niklas ist hängen geblieben. Das wird genauso sein. Vor allem, ich hätte noch nie Tiefschnee fahren können. Ich auch nicht. Ich hätte noch nie können. Mir hat das immer nur gesteckt bei jeder Kurve. Mhm. Und
Der einzige Weg, wie ich so schnell herbekomme, ist einfach geradeaus. Ja. Und ich dann bin dann in Tüffchen auch nicht mögen. Also powdern. Man, es hat schon was Geiles, wenn die ganzen Videos anschaust, aber ja, man muss halt. Ja, es schaut geil aus, aber kann sein. Ich bin lieber auf der Piste gefahren, Tennis gewinnen. Ja. Ich war auch zu viel zum Lernen. Ja, ja, es ist mir wirklich gegangen. Ich habe mir gedacht, ja gut, der Rest bringe ich her. Das langert. Ich will jetzt nicht zeigen, dass ich ein guter Skifahrer bin, aber bin jetzt auch nicht scheiße. Aber es langert zum Fahren, mein Gott. Ich, ja, voll. Mich steckt es nicht, dass ich halber hier gegangen. Außer mein Vater und Sam. Ein Deutscher zum Beispiel. Das ist doch alles gleich. Immer ein Deutscher. Das ist schon so ein Vorteil, was die Hände können. Ja. Skifahren können, nicht Auto fahren. Na, wobei. Autos bauen können sie. Autos bauen können sie, ja. Aber Autofahren auf Autobahn oder in der Stadt können sie besser wie mich. Ja, da haben schon. Aber wenn sie sobald sie über die österreichische Grenze fahren, nochmal. Wenn sie mit dem Nüsschen durch die Baustelle und 60 ist. Mann. Und im Winter kommen sie das Böseln nicht rauf. Ja. Können Schneeketten nicht montieren. Ohne Witz. Ah, was ich total schön erlebt habe. Ja, ja. Wenn man die Schneekette einfach nur über den Reifen drüber wirft und nicht zutut und dann losfahren. Wundert man sich, warum man einen Millimeter vorwärts kommt und dann auch wieder zurückrutscht wieder vor. Und der Rad hast du, wo man hier ist. Ja, das kommt noch dazu, weil wahrscheinlich durchgespolert hast und hast die schön richtig reingejostet in den Radkasten. Geil. Oder das Kette um die Achse umgewickelt hat, dass der Reifen aber nie muss. Halschig hier. Diese Zügelur. Aber da sind noch manche Vorarlberger dabei gewesen. Ein paar Spezialisten. Ja, aber wenn halt nie eine Schneekette brauchst, aber dann probierst du doch wenigstens anfangen, bevor du weißt doch, dass ein Berg rauf musst. Denn erstens packst du sie ein. Ist eh schon gut, wenn sie dabei hast. Das tun ja die meisten schon gar nicht. Ja. Oder hätten schon gerne können. Und das zweite wäre eigentlich, dass du mal Trockentraining machst. Schaust, wie kriege ich die Dinge überhaupt rauf? Ja. Legst du mal auf den Parkplatz, fahrst mal mit dem Auto drauf, spannst sie mal zusammen, schaust, wie das Zeug funktioniert und weißt wenigstens, was du musst im Ding. Ernstfall halt so. Mhm. Ist eigentlich Hausverstand. Aber eigentlich, ja. Also tät man mal, aber man. Ja, ja. Weil mancher ist halt nicht. Ist nicht mein Problem. Ich bleibe ja nicht liegen. Also, bin ich nicht bisher, aber ich noch kein Auto. Und mit dem Motorrad, mit Schneekette liegen geblieben, ich jetzt das Problem noch nicht ganz hier. Stell dir vor. Generell mit dem Motorrad liegen geblieben, mit Alter, das Bike-Reifen auf, man das Böde auf, heizt sie mir, da warst du wie geil. Ja, da war ein bisschen nice Zapfen. Ja, gut. Aber es wäre lustig. Nein, nein, nein. Das Ice Race ist so cool, kennst du das? Wo ist das einmal gewesen? Ja, Ice Race. Weiß nicht, hat man das auch am Möckers gemacht? Möckerstober oder so? Ich weiß nicht mal, wo das war. Irgendwo bei uns hat es eine Ice Race gegeben. Da hat man im Winter halt logischerweise irgendwo halt in einer bündner Strecke gemacht, wo halt Buggys mit Spike-Reifen, Motocross-Maschinen, Luther so hirte Typen umeinander geheizt sind, halt Rennen gemacht. Mega unterhaltsam, voll geil. Ja. Da gibt's glaube ich, ein paar Videos. Also es gibt sowieso, solche Rennen gibt es ja viele. Und das hat es bei uns mal gegeben, das immer mal als Kinder gesehen, das ist echt geil. Muss jetzt wieder mal gehen, wenn es mal irgendwo wieder ist. Nein, nein. Wenn es mal ist, ja. Meistens setzt es gar keinen Schnee. Ja. Stimmt. Oh, der Grund, warum die meisten Kette dabei haben. Und dann, wo mal zack, ist der Schnee da. Ja, blöd. Weil dann, blöd. Das ohne Mal schneit es dann. Ja, genau, dann, wenn du fährst, schneit das. Ich glaube, wie so meine Eltern, ich glaube auch keine Kette mehr. Das ist ja früher hier. Denn für jedes Auto immer gekauft und ihr braucht. Und wir haben ja davor das Bars hier. Ja. Der hat ungefähr 5 Zoll mehr auf der Felge hier und 20 cm breitere Schlappe drauf. Mhm. Also wenn du jetzt so X5-Reife anschaust, dort Schneekette aber nimmst und bei einem Ford Focus drauf tust, schaut aus, als hättest du als Kind in die Schuhe von deinem Papa reinschlüpfen ungefähr. Also funktioniert halt nicht, sind jetzt groß. Und ich glaub echt, dass sie noch keine gekauft haben, weil wir brauchen es nicht. Die fahren im Winter nie wo an, wo man sie brauchen will. Skifahrer fahren wir so gut wie nie mehr mit dem Auto, wenn wir nicht weit weg gehen. Ja. Und der Fuhr kannst du gut mit dem Zug an bis vor die Haustür. Mhm. Ein Skibus. Mel oder Müll ist genau das gleiche. Fahrt um Bus bis vor die Station. Ja. Ja.
Ja, wenn du weißt, dass und sie sonst nicht duschen, passt. Kommst normal, ist der Weg ans Skigebiet immer aber im Regelfall. Ja, außer du fährst jetzt im wildsten Schneegestöber los. Ja, aber dann warst du es ja. Dann also warst du es jetzt wissen. Ja. Ja, das, da hast du recht. Aber ja, wir gehen halt auch nicht so oft. Also letztes Jahr bin ich nicht einmal auf den Ski gestanden. Aber der Winter ist ja am Ende gewesen. Ich glaube, darum, dass ich das Jahr nicht wirklich gegangen. Ja. Ey, ist so teuer. Ich glaube, ich bräuchte noch eine komplett neue Ausrüstung. Aber bei Ski müssten noch passen. Ski-Schuhe, weiß ich nicht. Ja, vor 2 oder 3 Jahren haben wir bei mir, Ski-Schuhe neu gehört, aber Ski nicht behalten. Wir kaufen halt alles immer Secondhand, oder? Ja, jo. Weil neu will ich mir nicht leisten und wenn sie meine Eltern nicht leisten, will ich auch gar nicht hier. Das reut mich einfach. Ja. Weil ja, vor allem für so das fahren wir auch zu wenig. Ja, genau. Wir sind früher noch nie viel gegangen, also dramatisch viel. Wir sind vielleicht 10 Mal im Winter gegangen, sowas. Mhm. Vielleicht 15, wenn wir einen guten Ski haben. Aber öfter nicht. Und das ist jetzt immer weniger Woche über Zeit, weil uns halt allen irgendwo den Zeit fällt, weil wenn dann irgendwann mal in andere Schule gehst oder älter wirst, verändern sich die Prioritäten. Wir fangen an zu zocken, bla bla bla. Ja. Winter werden schlechter, wie man sieht. Mhm. Und wenn der Schnee scheiße ist, habe ich halt auch keine Lust zum Fahren, glaube ich, ganz ehrlich, weil das macht so keinen Spaß, weil du bist nur ein Bürger die ganze Zeit. Ja. Das muss ich mir auch nicht gehen. Da bin ich einfach zu pingelig. Also, ja, ich denke mal halt, na, dann krampft du mir nicht an. Vor allem mit deiner Unfallgeschichte, ja, geht das so nicht. Skiunfall hin zum Glück, also ich mir hat es schon ein paar Mal gesteckt als Kind, aber ich habe zum Glück noch nie irgendwie eine Verletzung davor gedreht oder so. Aber sonst, ja, schon genug Scheiß gemacht. Ich könnte wetten, dass es dir auch mal, wenn du jetzt regelmäßig Skifahren gehst, könnte ich wetten, dass es dir auch mal gehörig steckt. Ja, vielleicht. Du hast da so ein Talent dafür. Könntest du sie eh. Aber ich fahre normal nicht über mein Limit raus, wo ich mir denke. Also wenn es mich steckt, dann müsste es ja passieren, mit dem ich nicht gerechnet habe. Mhm. Aber nicht, weil wenn ich es übertrieben will, weißt, dann kann ich auch, Alter, kann ich auch meinen Fuß in eine Autotür stecken und die ein paar Mal zutätschen, ist auch hier, oder? Alter, ich schieb genug Panik, man. Das ist genau der Grund, ich wollte ja früher immer snowboarden, oder? Ja. Weil ich immer Schiss gehe, dass wenn es mir leid, immer meinen scheiß Knöchel abdrehe, man. Weil es mir meinen Ski immer so weggerissen hat als Kind, oder? Mhm. Und Alter, das ist darum mache ich auch keinen Scheiß, ich fahre halt mit dem Tempo. Ja. Und wenn ich Punkt. Gott, ich mach nicht schneller. Ja. Ist mir wurscht, da kann nur mir und noch so jagen oder sagen, fahr schneller. Ich meine, ich bin nicht langsam, so ist es ja nicht. Ich fahre ein entspanntes Tempo. Ich komme mal mit dem Papa immer gut zurecht und mit dem Lucky und so. Und passt das allen gut. Also, ja, für mich passt es mal. Bisher immer sicherer Fahrer gewesen. Aber ganze Family, Papa nie was gehört, Bruder auch nicht. Mhm. Mama fährt ja nochmal, die ist früher gefahren. Mit der kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal Skifahrer gewesen bin. Wahrscheinlich Meniskus und so. Ah ja, ja. Oma und Opa, also ganze Family-Fahrten, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass irgendwer aus unserer Family mal einen brutalen Sturz gehört. Also wo wirklich, also, kann mich einfach nur daran erinnern, was eh. Sie und so, kommt ja, natürlich auch noch dazu. Nein, aber... Sie führen wir nicht da. Ja, ja, was eh. Kumpel. Auf alle Fälle, was wollte ich eigentlich am Anfang noch sagen? Keine Ahnung. Genau, wenn so ein Musiker Schnee ist oder so, oh ja, muss ich auch ehrlich sagen, dann rückt mir aus Geld, weißt du? Ja. Weil das Ding ist halt, wenn Scheiß während der herrscht, so wie es wir jetzt haben, dann hast du so gut wie nur Kunstschnee rum. Und ab 12 ist das nur eine musige Geschichte. Ja. Und dann verkantest du einmal den Ski und dann böckst du die in den Haufen rein und dann hebelst du die aus, oder? Mhm. Das ist dann nur ein Krampf. Ah ja, drum bin ich. Eben wir sind da alle, der wählerisch. Andere sagen vielleicht, hey, Pussy durchbeißen. Ja, ja, nee, mach ich nicht. Ich muss nicht drauf anlegen, weil genau wenn ich es dann tue, dann legst du nämlich die Fresse. Ja, ja. Genau das ist es nämlich. Weil wenn ich etwas tue, wo ich mir nicht 100% sicher bin, dass es easy geht, oder was heißt easy, dass es passt, ja, dann ist immer dann, wenn mir Scheiße passiert. Und dann hat deine Theorie 100% zutreffen. Das ist genau der Grund, warum ich es dann nicht tue. Und sonst passiert genau so eine Scheiße. ja. Genau. Oh Mann. Aber bei uns ist meine Schwester und Mama die, die am meisten Skifahren. Echt? Ja, der Papa, der sieht dabei ja immer wieder mal Knieprobleme. Ah, stimmt. Das eine Knie, das andere Knie. Ah ja, jetzt hat man so eine Knie, wo man schon seit
Anfang Jahr wehtut. Aha. Eigentlich ist es, nein, ist es schon ein ganzes Jahr. Das war das, wo er mal eine Zeit lang glaub, brutal Stress damit gehört, oder? Dass er nur gescheit laufen konnte. Irgendwas ist da gesehen, nicht? Ja, er hat ja vor 2 Jahren, glaube ich, ist so eine Knie operiert worden. Mhm. Meniskus, ja, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Dann hat er zuerst einen Kruger gehabt und hat nicht nur der Hund chillt. Mhm. Und jetzt vor einem Jahr ist das andere Knie gehabt. Scheiße. Dann hat er MRT und so mal schon ewig gewartet. Ja, dann ist Corona-Zeit gehabt, dann hat man nicht operieren können. Und jetzt nach der Corona-Zeit, glaube ich, in der Sommerferien, hat er erstmal die Nachbesprechung vom MRT gehabt. Das hat er aber schon im Februar, glaube ich, gehört. Ja, ist das mal. Ja, ganz mühend. Und jetzt ist er auch bei dem Doktor gewesen, aber Nachbesprechung. Dann hat er gemeint, ja, das könnte man auch kleben. Papa gemacht, wir verarschen. Kleber. Ja. Aber er hat ihm dann mit einer Spritze Klebe gedruckt. Ach so, Kleber, gar kein OP machen. Nein, er hat ihm mit einer Spritze Klebe gedruckt quasi. Lol. Also quasi Uhu gedruckt. Ja. Weil er hat auch bei der Kniescheibe innerhalb, glaube ich. Es hat ausgeschaut, wie auf meinem Bart jetzt ausgeschaut, wie ein Bänderriss. Aha. Oder halt, wie heißt das, was Fußballer immer hören im Knie? Wenn man zuerst schon gesagt hat, mein Gott, was tust du denn? Kreuzbandriss. Ja, genau. Dann tust du für einen Kreuzbandriss. Achso, ist es schon war, das? Ja, hallo. Aber es war nur so eine Abreibung bei der Kniescheibe innen. Ja, ja. Und der Doktor hat gemeint, das sehe ganz gut, wenn man da Klärbeine spritzt, das also eine Schicht auf der Kniescheibe geht, dann sehe ich so gut gegen die Abreibung, wo da hört, warum auch immer. Ja, dann hat man Klärbeine gespritzt. Das ist im Endeffekt wie so ein Bandschieber-Blödsinn-Prinzip, oder? Ja. Mit Knochen nicht auf Knochen gehen. Genau, Knorpel. Oder Knorpel, ja. Ja, so. Genau, quasi künstlicher Knorpel reingespritzt. Mhm. Ja, dort springt er wieder umeinander. Sau gut. Also im Moment tut es gut. Hat irgendwann zu lange, sind es nochmal weh tut, will er auch nichts operieren lassen. Ja, voll. Sonst hat er dann gar keinen Meniskus mehr. Ja. Wäre ja schade, oder? Aber ich finde das cool, dass der einfach so Klärbein spritzt und passt wieder. Mhm. Das ist krass, eigentlich, dass es gibt. Ich auch nicht. Ich bin ja auch nicht up to date, oder? Aber ist simpler Fix, oder? Ja. Eigentlich. War Spritze und passt. Ist 100-mal lieber wie OP. Ja. Ja, und aber mit den Knie hat er jetzt ja ewig Probleme hier. Und darum ist er jetzt auch nochmal Skifahren gegangen. Mama tut es gern. Geht immer mit der Einkehr ins Böde laufen, weil sie fährt ja auch Snowboard. Seit ich weiß nicht wie viele Jahre, aber nie oft. Also es klappt noch nicht so gut. Mhm. Ah ja, wie geht immer ins Böde laufen, da geht es gut. Mhm. Und ab und zu sind sie dann auf Wart. Mhm. Da ist Papa dann auch mit, kleiner Skifahrer. Ja. Aber eigentlich nur wegen dem Konzert da, weil da gibt es so eine Hütte da, wo immer Ski und Konzert heißt das. Aha. Einmal bin ich auch mit, da hat eine Band von meinem ersten Schlagzeuglehrer gespielt. Ich weiß nicht, die jetzt schon wieder, keine Ahnung, fuck. Ja, und da gehen sie dann meistens. Mhm. Einmal war es ein kleiner Reinfall. Echt? Da sind sie eingegangen wegen Krauthobel. Ja. Und die einen absägen müssen, eine Krankheit. Okay. Und dann ist so ein, der Ordner, wie haben sie geheißen? Irgendwie Eule und Falke oder sowas sind es geheißen. Das sind zwei, also ein Duo gewesen. Einer hat, glaube ich, Gitarre gespielt und der andere Cajon. Und die haben dann die ganze Zeit noch irgendwie Lieder gespielt. Und nach jedem Lied den Jägermeister schon da gelassen. Oh, ist er in der Schlussbein an gewesen. Oh, Alter, schön, Mann. Ja, why not, oder? Wer kennt ihn nicht? Saufen auf der Bühne. Genau, ja. Mein Gott, ey. Ja, aber wegen dem sind es dann. Ja, schon, warum die nur Ersatz-Act sind, oder? Ja. Aber ich bin genau 2 Jahre viel Skifahren gegangen. Mhm. Das war in den 2 Jahren, wo wir Skifahren gehen. Das wollte ich gerade zeigen, ja. In der Zeit, also musst du Mittelschule Skifahren oder haben die in der Ding Konsole hier? Wir haben 2, also Mittelschule und im Musikgymnasium auch nochmal. Okay, ja. Da haben wir 2 gegeben. Einmal im Goldendorf. Ja, bei der HTL bin ich nämlich krank gewesen. Ah, okay. Bin ich nicht mitgegangen. Mittelschule war ja im Golm. Mhm. Und dann sind wir noch auf Lech im Lech, das ist auch geil. Ding. Mhm. Lech war, das ist schon cool, dort hinten. Mhm.
Ja, ja. Da bin ich viel Skifahren gegangen, aber sonst. Naja. In deiner Jahr danach sind wir auch aufgegangen. Ich meine, ich bin davor schon wieder gefahren. Aber. Na, Mittelschule, Skifahrmensch. Okay. Dritte. Ja. Bis zu der Zeit, wo ihr eure Gymnasium-Skiwoche gehabt dort auch noch. Aber danach sind wir weniger geworden. Aber wir sind halt auch immer an Golm gegangen. Ein Skifahrer mehr oder weniger am Hochjoch gelernt, ist ja quasi gegenüber, oder? Quasi im gleichen gegenüber, Eck. Ja. Das ja, halt gibt's, auch dahinter. Da gibt es drei Spitzen mit Skigebiet, die eine ist der Golm, dieses ist das Hochjoch, dieses ist Zilvretta. Und dann genau. Die drei sind wir immer gegangen. Das ist so ein Stammeck gewesen. Ja. Andere fragen sich jetzt, warum dort hinten am Arsch von der Welt verdorren wäre, weil meine Oma und Opa dort eine Wohnung gehen. Und dann haben wir dort ab und zu ein Skiwochenende gemacht. Teilweise mit Oma und Opa, wo ich in der Luke in der Klang gewesen sind. Teilweise haben wir dann auch einfach mir in der Wohnung dann gewesen. Ja, weil die Oma und Opa ja da wohnen eigentlich, oder? Ja. Der ist halt für den Winter. Der ist dann ganz fein, weil du bist in. Die ist in Schruns. Na ja. Und ich glaube, da laufst du 10 Minuten und bist Golm. Talstation, ganz unten. Ja. Also voll entspannt. Genau. Und wir sind eigentlich immer am Golm gewesen. Die Golm hier nicht gefühlt auswendig kennt. Sie kennen eigentlich immer noch auswendig. Ich weiß zwar normal Nehmer und nichts, aber ich weiß, wo jede Piste ist. die Hexenwergel und so, die am Golm gefahren sind, kennen das wahrscheinlich auch. Also ja, dort sind wir viel gesehen. Silvretta sind wir auch oft gegangen. Vor allem seit der Papa Brillwerke arbeitet, sind wir dort immer mehr angegangen eigentlich. Weiß zwar nicht warum genau, aber wir haben dann einfach umgeschwenkt, weil es halt auch größer ist, oder? Ja, ja. Und mit Kindern sehr ehrlich, ist es dann ganz fein, wenn du am Golm bist, weil es ist übersichtlicher, da gibt es die drei verschiedenen Pisten oder vier, wenn du außer Golm mitnimmst, oder wo eigentlich runter kann, oder vier Richtungen. Du kannst entweder ganz rechts vom Golm runter, du kannst in der Mitte runter, du kannst links runter und du kannst hinter runter. Das ist alles, mehr gibt es nicht, oder? Ganz einfach gesagt jetzt. Ja. Genau, das ist dann eigentlich ganz entspannt und es sind noch nicht so schwierige Pisten. Mhm. Bis auf die schwarze, ja, klar. Wolltet jetzt mal Arbeit noch. Ja, ich habe die schwarze immer gehasst. Bin ich, glaube ich, einmal gefahren und nie wieder. Weil der Außergolm ist immer komplett easy, weil der so lange im Schatten ist, was geil ist. Weil du kannst um Außergolm kannst du dann brutal lang gut fahren, weil der Schnee super ist dort hinten. Aber Außergolm ist auch der steilere Teil, sage ich jetzt mal. Mhm. Vor allem die schwarze, obviously. Und die Seite hier ist eigentlich, sind ganz entspannte Pisten. Also ich finde den Golm voll super, aber ich bin dort halt mehr oder weniger gleich aufgewachsen, können wir aber schon mal. Genau, wo sind wir Susan gewesen? Sonnenkopf sind wir dann in der letzten Jahr ab und zu gegangen. Also letztes Jahr sind wir ja gar nicht gefahren und die Jahre davor. Aber auch, glaube ich, nur zwei, drei Mal. Einmal hier in der Papa schauen. Einmal mit dem Lucky. Und der Nadine, glaube ich, dort ist auch dabei gewesen, ja. Der ist auch cool. Ich war voll entspannt, wo ich und der Papa gewesen sind, hat Schneesturm kein Ende. Das ist kein Meter gesehen, man. Kennst dich im Skigebiet nicht aus und dann solltest du den Lift finden, man. Geil. Bist an der Pfosten entlang zirkelt, solange es halt gegangen ist mit der Piste, oder? Dann hast du irgendwie geschaut, dass dort Richtung Lift cool ist. Das ist brutal gewesen. Aber es hat voll Bock gemacht. Ist auch ein cooles Skigebiet. Wo sind wir so raus? Mella, der Mülz sind wir auch aufgegangen. Der Müll war am OF, das haben wir so Wochenenden gehört. Genau, ja, das haben wir auch mal gemacht. HTL-Lehrer hat dort immer Wochenende gehört, damit wir mit dürfen. Ja, das die Bekannte für uns, oder Bergers, der Reinhard ist auch ein HTL-Lehrer. Genau, ja, stimmt, ja. Und mit einer sind wir mal mitgegangen, die haben uns mitgenommen, dort auf der Hütte, oder Mülls, an der Seite. Erstes Skiwochenende mehr oder weniger von mir, also mit der Family, oder? Ja. Und das ist eigentlich ganz cool gewesen, weil da bin ich auch das erste Mal in der Mülls gefahren, glaube ich. Und das ist als Kind. Und das Skigebiet ist groß, das ist ja, boah. Ja. Da, wenn du unten bist, schaust du auf, bis an die Spitze, kommt Pisten. Ja. Und du stehst auf die Mellauer Seite auch noch rum, oder? Genau, ja. Also, das ist krass. Und das ist brutal, das geile Skigebiet, das ich nicht brutal gerne mögen. Aber halt, das ist immer teurer geworden. Immer teurer. Der Müll ist brutal, ja. Und wir sind dann aber immer auf der Mellauer Seite rauf. Ich bin da meistens. Meistens sind wirklich hier und der Papa schauen gegangen. Teilweise ist der Luki dabei gewesen und teilweise ist auch der Papa mit dem Luki schauen gegangen. Aber ich glaube, dass ich immer mehr gefahren bin wie der Luki. Ja. Und halt meistens mit dem Papa dann zusammen. Und wir zwar sind dann immer, wir sind oft da, aber Mellau dann immer auf und dann um auf der Müllhalle, ein paar Schwünge da,
solange der Schnee auf dieser Seite noch gut war, weil dort mehr Sonne herrscht. Und dann wieder zurück. Ja. Ja, so Geschichte. Aber immer da bleiben. In so riesige Gebiete wie jetzt, keine Ahnung, Ischgl oder so, sind wir nie gegangen. Wir sind nur mal in, ja, zweimal in Galtür gewesen. In Wartzimmer aber auch gewesen, aber das kann ich glauben. Also glaube ich, müsste ich Papa fragen, das bin mir jetzt nochmal sehen. Schertereck. Schutana, Schertereck, oh ja. Nein, das war aber nicht oft. Schutana ist klein. Da bin ich in der Mittelschule mit Noah zu zweit. Ich war auch mal im Ebnet. Das ist ja Urpiste, mehr nicht. Ebnet, ja. Ja, das ist ja aber gleich. Ja, das ist ja voll gut Piste. Mhm. Da musst du anstupfen, dass du auch gut. Also ja, die Baby-Dinger, Schertereck bin ich, glaube ich, ein- oder zweimal gewesen. Und jetzt sind wir, das hält auch nicht, weil ich halt auch nicht wahnsinnig groß. Ja. Und halt vergleichsweise wie die Furt, fährst halt trotzdem lang rein. Ja. Mehr oder weniger, ich muss klar, fährst ist Montafon auch lang. Oder du hast halt 300 Pisten zum Aussuchen gefühlt, oder? Mehl oder Müll, Auswahl, ja. Ja, aber was gibt es aus? Ne? Ja, mein Bödel ist mir auch mal gewesen, aber sind wir auch nicht so oft gegangen. Eigentlich immer in die größere Ehe gegangen. Wir sind halt mehr oder weniger, ich sage jetzt drum so oft an Golm gegangen, weil der Papa ja in Dillwerke geschafft hat, oder geschafft hat, immer noch. Aber damals halt Montafondin, oder? Ja, genau, damals hat er ja nebst dem Golm geschafft, wo der Golm das Wasser zieht, oder? Für die Schneekanonen und so weiter, oder? Ja. Im Endeffekt, wo sie es aufpumpen. Das, genau dort hat er geschafft, weil das Bürogebäude hat man dort neu gebaut. Früher ist es ja hinter den Schrunz gewesen, wo der Bahnhof ist. Ja, ist ein Kopfbahnhof und direkt, ich glaube, ein Kopfbahnhof. Nein, gerade eine Witte hinterher. Aber dort ist das Illwerke Gebäude direkt am Bahnhof gewesen. Mhm. Und beim paar Minuten weiterfährst und danach ist es aber 100 beim, wie heißt denn die See nochmal? Die Speicher. Halt Speicher sehen. Ja, ich weiß gerade nicht mehr nicht. Es regt mich, stört mich gerade erklärt. Ich weiß, es gibt den Lühnersee, oder? Ja, der Lühnersee, aber der ist in aber, der Höhe, oder? Ja, das sind halt das unter falsche, Ausgleichsseen, ja. Blöd gesehen. Ja. Das Kraftwerk. Für eines der vielen. Und genau dort ist es auf alle Fälle. Und der hat die, genau, der hat da geschafft. Und darum hat sich es eh angeboten, weil Vergünstigungen so kriegst du ja über die Werke. Mhm. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir so oft dort Ding gegangen sind. Weil dort zum Beispiel eine Golm-Jahreskarte kriegst. Also für die Kinder gratis kriegst du zum Beispiel. Oder extrem vergünstigt. Vergünstigst. Yes. Und das ist halt, nice, da sperrst du da verdammt hohe Geld. Mhm. Also jetzt denken, wie oft wir da halt Skifahren gegangen sind, weil man denkt, ja, kostet nichts zum Ausnutzen, oder? Ja. Wo man so ausführlich gesagt hätte, na, rentiert sich heute nicht, es wird eigentlich nicht geil genug zum Geld ausgehen. Oder halt, dass mich selber, ich denke halt immer, weißt, wenn mir ein Zwerter ist, nicht einmal so ein Haus oder so vernünftig, dann muss ich nicht in ein Skigebiet gehen und dort 50 oder 60 Euro anblättern. Dann dort nicht. Ein bisschen umrutschen und dann nicht rum, das erhöht mir das Geld durch, ich weiß nicht. Ja. Aber vor allem zwingst du dann zum Fahren, weil du denkst, ja, du hast so genau viel Geld, das ist du gehst, genau, du musst jetzt eine Klelle und macht überhaupt keinen Spaß. Denn. Aber wir waren zweimal in Galtür und das war voll geil. Das hat mich sowas fasziniert, weil Galtür ist ja direkt im Vorarlberg, direkt an der Grenze. Ja. Und wenn du jemanden am höchsten Berg oder dazu gehört hat zum Skigebiet, dann hast du oben drüber können, dann warst du im Vorarlberg. Das ist ja der Grenzberg quasi, der Mitte auf Grenz durch. Cool. Und ich habe das so faszinierend gefunden, weil ich, keine Ahnung, wie alt das ist, da war ich schon ewig her. Ich habe das so faszinierend gefunden, dass ich da den Lift rauf, hinter den Vorarlberg runterfahre, den Lift rauf und dann mit dem Tirol runterfahre. Ist schon gut. Das ist voll geil gewesen, ja. Das hat mich so fasziniert. Aber gerade du hast auch cool gewesen, vor allem war das vergleichsweise billig. Also ziemlich viel billiger wie in Vorarlberg, obwohl es halt wie gesagt der Grenzberg war. Ja. Aber er hat schon was, sowas. Du machst ja nicht alle Tage mal über Grenz schippern, oder? Ja, vor allem nicht mit der Ski. Nee, du, sag nichts. Ja, das hat mich voll fasziniert. Und ich habe bei dem Hotel, wo wir das zweite Mal gewohnt haben, gratis Hallebad in Herbst gehabt. Also wir sind zur Skifahrt gegangen und auch ins Hallebad. Das ist ja cool, geil. Das ist fein. Ja. Genauso richtig eigentlich. Mhm. Das war mega nice. Klein Spanner. Schon gut. Aber ja, so viel zum Thema unserer Skihistorie, ne? Ja. Ist eigentlich voll geil.
wir haben angefangen, ich wüsste, über was reden, und jetzt haben wir schon wieder, ja, jetzt muss ich nicht, 49 Minuten geredet. 49, not bad. Ja. Not so bad. Not really bad, das stimmt. Ist es schneller gegangen, wie man gemeint hat? Ja. Ist es? Fuck schnell, jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei. Aber genau das ist das Schöne. Genau das ist das Schöne, wir hocken her, Niklas kommt rein, packt sein Zeug aus, wir bauen auf, hocken uns an, 2 Sekunden blöd rumschreien und dann nehmen wir auf. Keine Ahnung, was der Typ gemacht hat die ganze Woche. Wir haben 5 Minuten blöd rumgeschrien. Jetzt sind wir hinten noch vorher so lange rechnen müssen, weil also 54 minus 5 Minuten, weil die muss ich rausschneiden. Ja. Oh ey, das ist ein 10er drunter. Oh, kritisch. Ja, wir haben gedacht, soll ich jetzt noch weiter reden, bis es 55 ist, dann weiß ich mich. Ja, aber nicht in der Matura, genau. Stimmt, ganz vergessen, die gibt es ja auch noch. Okay. Ja, also wir haben jetzt 49 Minuten geredet, wo wir am Anfang keinen Tau hören, was wir reden sollen. Ja, so geht es halt auch, gell? Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema jetzt eigentlich gekommen sind. Das ist immer das Gleiche. Aber weißt du, was das beachtlich eigentlich ist? Das gibt's bei uns jede Woche. Das ist immer so. Das ist ja komplett weird. Ich glaube, das ist, weil wir über die Deutsche geredet haben. Stimmt, wir haben irgendwie sind wir auf. Ja, nee. Und dann, die können jetzt Auto fahren, ja, genau, Skifahren. Ja, genau, so sind wir drauf. Ja, ja. Stimmt. Stimmt. Mhm. Eieiei. Okay. Schön war's, ja. Nachgesprochen wieder. Yes. Yes. Jo, denn. Eine schöne Woche, lebensfrei. Gebensfrei. Wild. Man sieht sich, man geht sich. Ja. Oder so. Und tun Masken an, dass sie weniger Arbeit tun. Ja. Tun's. Do it. Do it. Zu Hicks. Do it, Alter. Okay. Tschüss. Tschüss. Yes.